Am allerbesten gefällt mir eigentlich die Größe. Die Leute gucken auf der Autobahn, weil er eben auch von außen sehr bunt ist, was untypisch ist für so einen LKW. Lesen, was ist das eigentlich, wo fährt dieser Truck hin, was tut er? Und auch wenn man in eine Stadt reinkommt, dann ist es natürlich ein Hingucker auf jeden Fall, ja. Das ist der Reformationstruck. Fast 25.000 Kilometer hat er durch ganz Europa zurückgelegt. Jetzt stattet er auch Herborn einen Besuch ab. Ist der Truck erst einmal an Ort und Stelle aufgebaut, kommt im Inneren seine wahre Pracht zum Vorschein. Also dieser Truck ist ein Geschichtenmobil. Wir sammeln Geschichten zum Thema Reformation. Reformation vor 500 Jahren, aber genauso Reformation heute. Ich glaube, dass gerade, dass die jungen Menschen da sind, macht dieses Projekt so lebendig und macht das Ganze so wirklich erlebbar. Insgesamt 67 Städte besucht der Truck. Von Prag über Straßburg und Herborn. Überall dort ist in den letzten 500 Jahren Reformation passiert. Ziel des Trucks? Die Lutherstadt Wittenberg. Und zwar pünktlich zur Weltausstellung. Das ist nichts Deutsches, das ist nichts, was ein Martin Luther gepachtet hat, sondern es gibt ganz viele Protagonisten und ganz viele verschiedene Orte, an denen Reformation passiert ist. Herborn und seine Reformationsgeschichte stehen vom 9. bis 11. Mai im Mittelpunkt. Dann wird der Truck auf den Herkulesplatz kommen.